Heute stehen auf dem Speiseplan Pasta Bolognese, Currywurst oder Steak mit Pommes und zum Nachtisch dann noch kreolischer Kokosmilchreis. Alles vegan, also ohne Fleisch, Milch oder andere tierische Zutaten. Veganuary in der Mensa an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Jeden Tag gibt es vegane Gerichte satt. Wir haben geprüft, welche vegetarischen Gerichte mit einfachen Möglichkeiten vegan zu gestalten sind. Das machen wir allerdings schon seit 2 Jahren, dass wir diesem Thema sehr offen sind, wie auch in anderen Bereichen mit Gluten zum Beispiel. Und dass wir jetzt einfach gesagt haben, es ist der richtige Zeitpunkt. Wir sind hingegangen, haben die Gerichte genommen, haben 2 Menülinien komplett auf vegan eingestellt. Aber auch bei Desserts, Salaten und Suppen gibt es ein vielfältiges pflanzliches Angebot. Das kommt bei den Studierenden gut an. Die Mensa wird vom Studierendenwerk Gießen betreut, das sich vorab schon mal über die Essgewohnheiten der Studis informiert hat. Laut unserer Umfrage, die wir im Frühjahr 2023 durchgeführt haben, ernähren sich 8% der Studierenden, für die wir verantwortlich sind, ausschließlich vegan, 29% vegetarisch. Insgesamt gehen schon seit vielen Jahren mehr als 50% der Gerichte fleischlos über die Theke bei uns im Studierendenwerk. Und wir gehen stark davon aus, dass der Anteil zunehmen wird in den nächsten Jahren. Für die meisten Menschen, die sich vegan ernähren, ist das Tierwohl das Hauptargument. Sina Thaler ist Referentin für Klimagerechtigkeit. Für sie macht eine vegane Ernährung auch aus Nachhaltigkeitsgründen Sinn. Es gibt zahlreiche Studien, die zeigen, dass die Ernährungsweise erhebliche Auswirkungen auf das Klima hat. Und eine vegane Ernährungsweise schneidet da meistens im Vergleich mit Fleischgerichten deutlich besser ab hinsichtlich der CO2-Emissionen, sodass, wenn man sich vegan ernährt, seinen eigenen CO2-Fußabdruck verringern kann. Und nicht nur den, sondern es schont auch den Geldbeutel. Bis zu einem Drittel spart man mit veganer Kost. Das sagt eine Studie von Markus Keller. Der Ernährungswissenschaftler aus Gießen forscht auch zu den Auswirkungen auf die Gesundheit. Es gibt tatsächlich einige Vorteile bei veganer Ernährung. Das zeigen die großen Studien, die vorliegen. Veganer und Veganerinnen haben ein verringertes Risiko für Übergewicht, für Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen, Herzerkrankungen und auch tatsächlich für Krebserkrankungen. Wichtig ist, dass man sich ausgewogen ernährt und auf ein paar kritische Nährstoffe achtet. Ganz vorneweg ist das Vitamin B12. Das kommt in Pflanzen nicht vor, deswegen muss es eben ergänzt werden. Alle anderen Nährstoffe kann man mehr oder weniger über eine vollwertige pflanzliche Lebensmittelauswahl zuführen. Vegan ist also gut fürs Klima, den Geldbeutel und die Gesundheit. Aber nun die wichtigste Frage: Schmeckt's denn überhaupt? Mir schmeckt sehr gut, ja. Ja, sehr lecker. Ist immer richtig gut. Sehr lecker. Ja, auf jeden Fall. Und weil es so gut ankommt, möchte das Studierendenwerk auch weiterhin mehr veganes Essen anbieten und die Rezepte zu den beliebtesten Gerichten in einem digitalen Kochbuch veröffentlichen. Das Thema vegan ist also noch lange nicht vom Tisch.